Hi, hier ist Paul. Ich würde gerne einen Termin machen. Der Kontakt war halt gestern. Mir geht's gut, danke. War richtig nice gestern, ja. Ach so. Ja, nee, kein Jucken. Nee, ich würde einfach nur gerne auf Nummer sicher gehen. 8 Wochen. Ja, dann in 8 Wochen. Danke. Okay, erstens, du musst ausziehen. Und zweitens, ruf sie doch einfach an. Ich meine, du kannst dir den ganzen Quatsch sparen. Und willst du wissen, wie? Klare Kommunikation. Ja, aber ich habe ihre Nummer nicht. Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Ich würde gerne einen Test machen. Gut. Wie lange muss man denn so ungefähr warten? Es kommt nur darauf an, wann Sie zuletzt auf Toilette waren und wie lange Ihr Risikokontakt her ist. Das waren jetzt ziemlich genau 8 Wochen. 8 Wochen ohne Toilette. Ja, und der Risikokontakt, der war vor genau 2 Stunden. Füllen Sie das aus und gehen dann durch die blaue Tür, um Blut abzunehmen. Okay, danke. Bitte. Ah, sorry, hast du vielleicht ein Feuer? Anni? Max? Paul. Ja, klar. Paul. Sorry. Ja, willst du jetzt das Feuer? Ja. Danke. Danke. Bist du auch hier, um dich testen zu lassen? Nee, ich bin hier, um dir Feuer zu geben, weil du dein Feuerzeug vergessen hast. Gute Pickup-Line übrigens. Ja, ich vergesse Sachen einfach. Feuerzeuge. Gummis. Naja, zumindest habe ich deinen Namen nicht vergessen. Bisschen unangenehm, oder? Ja, voll. Ja, im Ernst, glaubst du, du hast dir bei mir was geholt, oder was? Ja, also no disrespect, aber wir sind nach 2 Stunden oder so in die Kiste. Ach. Und ich hätte dich ja gefragt am nächsten Morgen, aber alles, was ich hatte, war eine 9 von 10 Sterne-Bewertung. Ja, ich habe keine Bewertung bekommen. Glaubst du, du hast dir was bei mir geholt? Deswegen nur 9 von 10 Sterne. Also no disrespect, ja, aber du bist nach 2 Stunden mit mir in die Kiste gehüpft, ohne Gummi. Du Schlampe. Au. Ja, und den Punkt Abzug, den gab's für den Wein. Trinkst du immer so süßes Zeug? Nee. Das ist jetzt so eine Woche Schrödingers Katze mäßig. Bin ich krank, bin ich nicht. Aber ich wohne hier gleich ums Eck. Und ich habe heute nichts mehr vor. Huh. Also das geht mir jetzt ja ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen zu schnell. Ne? Aber die Feuerzeuglein, die funktioniert. Guten Morgen. Also, als ich heute Morgen aufgewacht bin, da war er nicht mehr da. Und, naja, er hätte ja schon mal eine Bewertung da lassen können. Wo haben wir sie denn? Hier. So, hier ist ihr Ergebnis.
Sie sind gesund und munter. Ich würde hier noch eine Weile warten, wenn es okay ist. Ja, kein Problem. But I was supposed to find someone to share these moments with, someone to share this ride with. Hey, yes, it's ja, junge Dame, Sie sind ja immer noch hier. Sie warten doch nicht auf mich. Nee, ich hatte gedacht, so ein Typ kommt noch vorbei. Ach so, so ein Märchenprinz. Nee, so ein ganz normaler Typ. Wie schade, weil am Ausgang wartet schon die ganze Zeit so ein Prinz. Was, echt? Ja. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber Sie wissen nicht zufällig seinen Namen, oder? Nein, doch, Luca oder Paul oder sowas. Ja, genau, Paul, danke. Bitte. Hi. Paul, stimmt's? Wow. Wenn du jetzt meinen Namen nicht gewusst hättest, ey, das hätte mir das Herz gebrochen. Ja und? Was machen wir jetzt? Lass uns doch nochmal komplett neu anfangen. Hm? Hi, mein Name ist Paul. Wer bist du? Hi Paul, ich bin Anni. Anni? Ich studiere hier in der Stadt. Mhm. Und was machst du so? Ich habe gerade meine Ausbildung fertig gemacht und bin jetzt seit 2 Wochen arbeits. Ah. Sexy, oder? Gut, dann lade ich dich ein. Hast du Lust auf Falafel? Oh ja. Yeah. Wenn du willst, gibt's auch noch einen Ayran dazu. Oh, fuck ja. Nice. Okay. Da ist kürzer. Ah, nee. Doch. Hier ist kürzer. Oh. Hier ist gut. Okay, ja, verstehe. Hey, sag mal, hast du ein Feuer? Nee. Oh, bei Paul. Nein, nein. Ich muss Fahrrad.